Der Geist im Körper. Bewusstsein und Intelligenz sind den Funktionen des Gehirns zu verdanken. Allerdings ist es nicht ganz einfach zu verstehen, wie ein Organ aus biologischem Gewebe derart komplexe Leistungen vollbringen sollte. Wir wissen, dass das Gehirn eines Menschen ähnlich dem einer Maus aufgebaut ist und noch viel mehr Ähnlichkeit mit dem eines Schimpansen besitzt. Dennoch ist kein Schimpanse imstande, eine körperliche Figur aus Ton herzustellen oder gar ein Computerprogramm zu schreiben. Was bezeichnen wir als das spezifisch Menschliche, als das Humanum? Es sind die sogenannten Kulturfertigkeiten, bei denen tierische Gehirne an ihre Grenzen stoßen und die die Sonderstellung des Menschen gegenüber Tieren ausmachen. Die Herstellung von bildnerischen oder musikalischen Kunstprodukten sowie die Erfindung von Werkzeugen oder Symbolen, um sie als Mittel im Zusammenhang mit einer sozialen Handlung zu verwenden. In der Menschheitsgeschichte werden die systematische Verwendung des Feuers oder verschiedene landwirtschaftliche Tätigkeiten als Beginn grundlegender Kulturtechniken angesehen. Stets werden die Errungenschaften als Gruppenleistung angesehen, setzen also soziales Interagieren voraus. Ebenso kann Bewusstsein, Selbstwissen und die Würde des Menschen nur im sozialen Kontext verstanden werden. Selbst intelligentes Verhalten lässt sich nur im sozialen Vergleich als solches bezeichnen. Die Verknüpfung von Intellekt und Sozialverhalten ist also grundlegend, wenn man natürliche Intelligenz verstehen will. Wo im Körper sitzt jedoch der Geist? Vielleicht ist es dabei nachrangig, dass das Gehirn aus Nervenzellen besteht. Zwar ist die enorme Größe der Nervennetzwerke mit vielen Milliarden Verrechnungseinheiten selbstverständlich eine wichtige Voraussetzung. Die schiere Menge mag also eine notwendige Voraussetzung sein. Sie ist aber zur Erklärung menschlicher Leistungen wohl nicht hinreichend. So haben zum Beispiel die Gehirne von Elefanten mehr Nervenzellen als die von Menschen. Übrigens hatten auch Neandertaler größere Gehirne als moderne Menschen. Vielmehr wird es erforderlich sein, die Funktionsprinzipien der höheren Informationsverarbeitung für diejenigen Strukturen im Gehirn zu untersuchen, die beim Menschen die größten Unterschiede zu tierischen Gehirnen aufweisen. Das Großhirn eines Schimpansen besitzt deutliche Gehirnwindungen, wobei die Hauptwindungen durchaus mit denen eines menschlichen Gehirns übereinstimmen. In der Abbildung ist ein Schimpansengehirn so dargestellt, dass es in Lage und Größe mit einem entsprechenden Menschengehirn verglichen werden kann, vor allem in Bezug auf die Hauptwindungen vor und hinter der Zentralfurche, beziehungsweise in Bezug auf die Windungen im Schläfenlappen. Nun muss man feststellen, dass ein menschliches Gehirn mehr als dreimal so schwer ist wie das eines Schimpansen, bei nur etwa 1,5-fachem Körpergewicht. Vor allem aber erkennt man, dass die Größenzunahme für das menschliche Gehirn hauptsächlich im vorderen, stirnseitigen Bereich stattgefunden hat. Die Fläche der stirnseitigen Großhirnrinde vor den beiden großen, von oben nach unten verlaufenden Windungen macht beim Menschen rund 1/3 der gesamten Großhirnoberfläche aus. Beim Schimpansen dagegen nur knapp 1/10. Anatomisch gesehen liegt der Unterschied zwischen Mensch und Tier also vor allem in der Ausbildung des Stirnhirns begründet. Wofür verwenden wir Menschen denn diesen Zugewinn an Stirnhirnvolumen?